Verbindungssonntag. Dü. Tja, willkommen zurück zum Verbindungssonntag. Hier gibt es keinen Spaß. Letztes Mal hatte ich gesagt, ich hatte ja einen kleinen Break vom Verbindungssonntag. Wir bauen die Verbindung, die am häufigsten genannt wird. Ich hätte natürlich ahnen können, dass das ein Problem mit sich bringt, weil eigentlich klar war, welche Verbindung ihr nennt. Und die brauchen wir leider für ein ganz spezielles Video. Also habe ich mir selber einen kleinen Bock geschossen. Deswegen heute Verbindungssonntag, wie immer mit einer Problemlösung. Denn ganz oft stellt ihr mir die Frage, wie kann ich zwei Teile in einem Bein zusammenführen? Also zum Beispiel so. Wir haben uns sowas schon mal angeguckt. Wir haben uns sowas zum Beispiel hier oben an einer oben liegenden Eckverbindung angeguckt in diesem Video. Und wir haben uns das Ganze auch schon mal so angeguckt in diesem Video, wo wir die Werkbank bauen. Jetzt wollen wir heute eine ganz normale Verbindung in der Fläche wählen, also zwei Zapfen, die an der gleichen Stelle... Moment! Herr Jesus! Ups! Zwei Zapfen, die sozusagen auf der gleichen Höhe in ein Stück Holz gehen. Wie wir das lösen, zeige ich euch heute. Das Wichtige ist, das ist tatsächlich die allererste Holzverbindung, die ich in meinem Leben so wirklich gemacht habe, weil ich sie bei meinem ersten Stuhl im Studium eingebaut habe. Vielleicht habe ich noch ein Foto von dem Stuhl, wenn ja, blende ich es ein, wenn nicht, dann nicht. Die Verbindung ist sehr schön, denn sie hat einige Vorteile. Welche schauen wir uns am Ende an? Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie wir diese Verbindung herstellen können. Dafür Handperspektive. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir jetzt sozusagen grundsätzlich hier irgendwo zweimal Schlitz und Zapfen haben. Und da das jetzt ein Anschauungsbeispiel ist, ist es auch egal, wo wir das Ganze sozusagen verorten. Also wir zeichnen uns erstmal an, wo in etwa unsere Verbindung liegen soll. Wir wollen also in diese beiden Seiten unsere Zapfenstücke einarbeiten. Alle Teile sind ziemlich genau 50 auf 50. Das heißt, wir zeichnen uns jetzt erstmal an, wie groß unser Zapfenloch ist. Und dann sehen wir weiter. Wir machen das jetzt so. In der Regel hat ja gesagt, dass man Schlitz und Zapfen eigentlich immer in Drittel einteilt. Also wenn wir jetzt hier einen Schlitz machen wollen, dann hätten wir ein Drittel Material, ein Drittel Schlitz, ein Drittel Material. Das ist so grob die Faustformel. Wir machen es heute ein bisschen anders. Wir machen das jetzt so, dass wir jeweils 2 Zentimeter rechts stehen lassen und 1 Zentimeter in der Mitte entfernen. Das ist immer noch deutlichst stabil genug, sieht aber am Ende, finde ich, etwas schöner aus. Und wenn wir diese Einstellung schon haben, können wir das Ganze auch auf den Zapfenstücken schon anzeichnen, denn wie ihr wisst, zeichne ich immer Schlitz und Zapfen genau gleich an. Nun ist es ja so, dass wir uns bei Schlitz und Zapfen immer die Frage stellen müssen, wollen wir, dass sozusagen es ein durchgestemmter Schlitz und Zapfen ist oder wollen wir das nicht? Der Vorteil bei durchgestemmten Schlitz und Zapfen ist, dass es ein visuelles Detail ist, was positiv oder negativ sein kann. Der Nachteil ist, dass es ein visuelles Detail ist, was ein Vor- oder Nachteil sein kann. Damals bei meinem Stuhl habe ich alle Verbindungen sichtbar gemacht. Heutzutage bin ich davon nicht unbedingt der größte Fan. Wir wollen also, dass beide Zapfen am Ende unsichtbar verbunden sind. Das heißt, wenn wir von außen auf die Verbindung gucken, zum Beispiel jetzt auf diese Seite, dann sehen wir gar nichts. Und wie bekommen wir das hin? Das ist natürlich relativ einfach. Wir machen es einfach so wie jetzt hier in diesem Beispiel, dass dieser Zapfen jetzt nur 4 cm lang ist. Das heißt, am Ende bleibt 1 Zentimeter Material im Schlitz stehen. Wir fangen jetzt erstmal so an und tun so, als würden beide Teile ganz easy so hier reinpassen. Tun sie natürlich nicht. Sägen also erstmal die beiden Zapfen aus, stemmen die beiden Zapfenlöcher und dann schauen wir, was diese Verbindung so spannend und wie ich finde auch sehr, sehr schön macht.
zwei Zapfen, beide unterschiedlich gesägt. Einfach nochmal, damit ihr ganz, ganz sicher seid. Und ich sage es ja immer wieder gerne, es gibt nicht den richtigen Weg. Wir haben jetzt einen Zapfen einfach genau passend gesägt. Da müssen wir gar nichts machen. Den können wir einfach so, wie er ist, weglegen. Wenn Sägen schwierig ist, gerade in harten Hölzern, gerade in großen Querschnitten, wo wir lange gerade Schnitte brauchen, und das sage ich auch mal wieder, Schlitz und Zapfen ist relativ schwierig, weil wir eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr perfekt gerade sägen müssen, weil wir einfach ein perfektes Rechteck aussägen wollen. Wenn das Sägen euch noch schwer fällt, dann sägt so, wie ich das jetzt hier bei der zweiten Variante gemacht habe, einfach neben dem Strich und wir arbeiten gleich nach. Ich zeige euch heute noch mal eine andere Variante, die wir letztens schon mal leicht angeschnitten haben. Einen Fehler habe ich natürlich selber gemacht. Beim Querschnitt habe ich selber etwas zu sehr gut wieder gesägt. Aber auch das arbeiten wir gleich kurz nach. Dann seht ihr nochmal, wie das geht. Wenn wir das gemacht haben, fangen wir an, uns hier mit dem Zapfenloch zu beschäftigen. Da gucken wir uns heute auch nochmal einen Trick an. Denn auch wenn man das Gefühl hat, man hat alles schon gesehen, es gibt immer noch was zu lernen. Jetzt erstmal den hier nacharbeiten, dann stemmen. Simshobel wie diese gibt es in verschiedensten Ausführungen und haben einen großen Vorteil. Anders als bei anderen Hobeln geht das Messer genauso breit nach außen wie der Hobelkörper. Das bedeutet, wir können genau in Ecken reinhobeln. Das ist natürlich toll, denn das wollen wir bei Schlitz und Zapfen. Der ein oder andere wird jetzt sagen, bisschen mehr Spanabnahme vielleicht, dann geht es auch schneller. Ja, kann man machen. Ich mache das bei Schlitz und Zapfen ungerne. Weil natürlich, wenn wir jetzt hier doch deutlich mehr abnehmen und so wie ich doch mit ein bisschen Gewalt hobeln, kann es natürlich A sein, dass wir uns hier den Zapfen wegbrechen und B, wir haben nicht so viel Auflagefläche. Das heißt, es kann passieren, gerade wenn man vielleicht nicht so geübt ist, dass man schräg hobelt. Und wenn man dann sehr viel abnimmt, guckt man vielleicht, dreht das Stück um und denkt sich, Digga, ich habe ja schon komplett über die Linie gehobelt. Das wäre blöd, weil dann passt natürlich unser Schlitz nicht mehr so gut in den Zapfen. Ich habe jetzt bei diesem Stück, was wir nacharbeiten, ein bisschen was stehen lassen auf beiden Seiten. Einfach, damit ich euch nachher nochmal zeige, wie man einen Zapfen perfekt an einen Schlitz anpassen kann. Jetzt aber erstmal Schluss mit den Zapfen hier. Jetzt wird geschlitzt. Wow. Und zwar nehmen wir dafür heute mal ein Locheisen. Meins ist, wie man sehen kann, eins meiner ältesten Stemmeisen. Und der Griff sieht schon nicht mehr so super nice aus. Ein Locheisen hat einen anderen Aufbau als ein normales Stemmeisen. Das führt dazu, dass wir durch diese Form deutlich mehr Material auch sehr tief im Holz entfernen können. Das ist natürlich bei Schlitz und Zapfen super nice, denn wenn wir jetzt 4 cm hier runter stemmen wollen, muss natürlich sehr viel Material aus diesem Zapfenloch heraus. Und je einfacher das geht, desto besser. Wir werden also eine Kombination aus diesem Stemmeisen und irgendeinem anderen nehmen. Wahrscheinlich nehme ich der Nostalgia wegen auch eins aus meinem ersten Stemmsatz. Ja, und dann würde ich sagen, stemmen wir hier rein, stemmen wir da rein und gucken mal, wie es läuft. Jetzt ist der richtige Moment, um auf den Abo-Knopf zu smashen. Bam! Abonnieren. Denn wenn wir an dem Punkt sind, ups, jetzt seht ihr schon, was ich gemacht habe, dass unsere beiden Zapfen grundsätzlich erstmal in die Schlitze passen, dann stellen wir natürlich noch fest, wenn ich jetzt den einen da reindrücke,
zumindest fast ganz, dann seht ihr, braucht noch ein bisschen mehr Kraft, aber für die Anschauung reicht es. Wir sehen, jetzt passt der zweite da ja gar nicht rein, weil der füllt ja den anderen Schlitz aus. Deswegen muss ich das jetzt wieder rausholen. Was mithilfe der Bankhaken sozusagen oder der Vorderzange etwas einfacher geht. Und jetzt müssen wir es so machen, wie wir hier sehen. Wir werden also einmal in der Mitte ein Stück ausklingen und einmal rechts und links. Das ist tatsächlich jetzt sehr, sehr ähnlich wie beim Castle Joint, den ich ganz am Anfang schon mal erwähnt hatte. Das sorgt am Ende dafür, dass unsere beiden Zapfen sozusagen ineinander greifen. Das sägen wir jetzt einfach einmal aus und ich glaube, dann können wir unsere Verbindung auch schon verleimen. Das wird schön, hoffentlich. Eine wirklich wunderbare Verbindung. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass ich die Stemmeisen, die ich früher schon hatte, auch nochmal benutzt habe. Und ein Tipp, wenn ihr sehr tiefe Zapfenlöcher stemmen müsst, aber halt nicht durchstemmen wollt, also eine bestimmte Tiefe einfach erreichen wollt, kann blaues Klebeband helfen. Klebt euch einfach ab, wie tief ihr stemmen wollt. Und wenn ihr dann beim blauen Klebeband ankommt, wisst ihr, oh, ich bin ja schon ganz unten. Ha, das ging ja viel schneller als gedacht. Nicht. Es dauert natürlich ein bisschen. Was ich sehr schön finde an dieser Verbindung, wenn man sie anders ausführt, also so wie ich das zum Beispiel früher gemacht habe, wenn es durchgestemmt ist, hätten wir hier oben sozusagen ein O. Kein U, sondern ein O. Ich denke, der eine oder andere kann sich das vorstellen. Was dann dazu führt, dass sich diese Verbindung selbst verkeilt. Wir können dann durch diesen Pin das andere Teil nicht mehr rausziehen. Oh, das ist aber theoretisch. Macht nichts. Manchmal muss man mit der Theorie lieben. Lieben und leben. Boah. Was ich bei solchen Verbindungen sehr mag, ist, bei Schlitz und Zapfen können wir wirklich sehr, sehr viel üben. Einfach was das passgenaue Sägen und Arbeiten angeht. Was ganz wichtig ist, wir sehen jetzt hier rechts und links bei mir so kleine, ja, ich möchte mal sagen, Fehler. Wodurch kommen die? Das können wir uns einmal ganz kurz angucken. Oh, welcher war jetzt der, den ich rausziehen konnte? Der hier. Wenn wir sehr, sehr tief stemmen, dann kommt irgendwann der Moment, wo wir, um das Material rauszubekommen, anfangen, hier auf diesen Rand zu gehen. No, no, bad habit. Das macht man nicht. Habe ich auch gemacht, nämlich hier und hier. Zweimal tatsächlich auf der gleichen Seite, jeweils von mir aus rechts. Keine Ahnung, warum. Das Problem ist also, wenn wir jetzt anfangen, sozusagen über diese Kante zu hebeln, drücken wir die ein bisschen weg. Das Gute ist, in der Regel drücken wir sie nur weg. Das heißt, sobald wir jetzt hier Leim angeben, der ja Flüssigkeit in sich hat, Wasser, nennen wir es mal so, würde das aufquellen und die Verbindung ist zu. Das ist also nicht ganz so schlimm. Aber man sollte sich es auf jeden Fall gar nicht erst abgewöhnen, immer sozusagen über die Kante rauszuhebeln. Wichtig ist, dass man es von der Kante wegmacht oder, um es zu vermeiden, da hätte ich natürlich auch drauf kommen können, einfach ein Stück Holz hier hinzulegen, damit die Hebelwirkung halt nicht auf unserer Verbindungskante ist. Nichtsdestotrotz, boing, könnten wir das natürlich jetzt jederzeit verleimen, machen wir aber nicht. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schöne Verbindung. Sie ist sehr vielfältig und, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, was ich immer eine sehr gute Übung finde, ist, beide Schlitze sollten beide Zapfen aufnehmen können. So rum geht es auch. Das heißt, wir üben, dass jeder Zapfen in jeden Schlitz passt. Das ist eigentlich Haarspalterei und in der Regel auch nicht wirklich sinnvoll. Es zeigt aber, dass wir sehr genau gearbeitet haben. Und das finde ich ist immer gut. Wir haben jetzt ja in diesem Fall, das Teil steckt jetzt hier drin, wir haben ja in diesem Fall einmal genau gesägt und einmal nachgearbeitet. Und ich finde wichtig, dass beide auf jeden Fall am Ende beim gleichen Ergebnis rauskommen. Und das haben wir in diesem Fall erreicht. Das könnt ihr zu Hause auch hinbekommen. Vielleicht verleime ich die Verbindung doch noch. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden beim nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall hier am Mittwoch wieder. Ihr solltet auf jeden Fall auch mal auf diese Glocke drücken. Das klingt dann so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Tschüss.